Versuch's, wir werden dich nicht auslachen. Ich mach einfach schnell einen Screenshot und tu den Discord rein. Ich weiß schon, dass diese komischen Marshmallow-Dinger oder so sind, aber... Ich will eigentlich gar nicht. Was? Ich will nichts von Baba Papa wissen, Hundi. Ich weiß, das klingt jetzt komisch und blasphemisch für dich. Achso, da oben ist. Das ist mein provisorischer Kackstift, den ich gerade hochgezogen habe. Damit ich mit meiner Elytra schnell nach Hause fliegen kann. Hundi! Du kennst doch, wenn die Leute in Gotham ihren Helden brauchen, dann machen sie so ein Lichtsignal ins Himmel. Achso. Und da muss jemand dringend aufs Klo. Jo. Das ist einfach ein Kackstift. Der klassische Gronkh-Kackstift. Ich kann das respektieren. Ich brauche ein bisschen Hilfserde. Ich hab meine Oma, die an Krebs gestorben ist. Das ist eine wichtige Information. Du hast... Baba... Okay, red du erstmal weiter. Die hatte Baba Papa als Schallplatte, das habe ich mal gehört. Da gab es eine Geschichte, in der sie Angst vor dem Hund hatten und der Hund war schwarz. Und das fand ich lustig. Weißt du, kleinen Hund in der Windel versteht eigentlich noch keine Wörter. Schwarz. Ja, das Lustige dann war, es gibt ja den schwarzen, stubbeligen Baba Papa, nicht Papa, aber Baba. Und der Baba hat einen schwarzen, stubbeligen Hund. Ich glaube, das sagt sehr viel über unsere Gesellschaft. Ja, wow. Wille für Rassismus. Mann, weißt du, Hundi ist eigentlich ein Gefahr für die Menschheit. Ich hab's aber auch weh in ihm. Ich bin nur ehrlich, Mama. Das weiß ich nicht. Aber ich. Und ich bin das. Sind betrunkene Leute, die so fest saufen, dass sie dann kotzen müssen, eigentlich Glücksbärchen? Erstens ja, zweitens. So gesehen schießen die ja auch einfach Stahlen aus dem Bauch, nur kommt das halt dann oben raus. Ja, die schießen halt nach oben, aber da ist deren Vakuum im Weg. Weißt du, was ich kann hören? Und dann kotzen die. Kotze. Das finde ich nicht lustig, Thomas. Ich weiß, weil du riechst ein bisschen nach Kotze. Was? Weißt du, Jade, ich habe Jade gebraucht, bis man mir das nicht mal nachsagt. Und dann kommst du... Selber schuld! Nee. Wenn du Kotze nicht mehr... Nee. Jetzt, ich weiß, ich habe ein großes Problem mit dir, weil du da Kotze riechst. Was ich denke, das ist verständlich. Mobbing. Ich dachte, ich hätte es hinter mir und dann kommst du daher. Nee, sie kommt vorne raus. Wie hast du euch jetzt noch erklärt? Ich mach Schluss mit dir, fertig. Ich hab genug. Genug Kotze, um allein zu leben. Das auch. Hast du so eine 2, so eine Ming-Vase? Weißt du, was deine andere Vase? Da kommt die Pupu rein, da hast du so eine Ming-Vase. Ich hab die Pupu an die Wand gemacht. Ich hab die Puppe an die Wand gemacht! Sodass die Vase solo kracht, wenn ich mal scheißen muss. Boah, ich glaube, du hast gedacht, irgendwann Voodoo-Spruch gemacht, weil mein Bauch tut jetzt ein bisschen weh. Ja, mir tut der auch mehr weh. Ich hab mich auch verflucht. Wunder Arschschirm. Oh, bitte tu uns! Wieso kann ich da eigentlich keine Bilder reinposten? Da fehlt mir noch irgendeine Berechtigung, kann das sein? Warte mal, können das nur hier. Aber bei dem Stream und Aufnahme-Ding seht ihr. Ich weiß. Warte, welche Stufe hat Sinn? Die sind ja die gleiche Stufe wie du. Tu einfach ein Bild rein. Achso, nee, das war Hund. Nee, ich bin behindert. Ja, ich glaub. Dann hat mir mal gesagt: Oh, Rob, bitte, ich hasse ihn. Er ist mein Klon. Bei allen anderen habe ich da eben links dran und plus, wo ich Scheiße reinposten kann. Und da geht das nicht. Ja, aber warum willst du Scheiße dann posten? Ja, aber dann glaube ich. Weil das Spaß macht. Das verstehe ich. Weißt du, aber wir können jetzt leider beide nicht sagen, ob so Leute wie Chi oder so das können. Weil vielleicht können nur die Modulaten das. Verstehen sie? Aua, ich liebe das. Das Komische ist ja, in allen anderen Kanälen kann ich's, nur da nicht. Ja. Bettchen muss ich raus. Fertig.
Oh oh, Stinky. Ich glaube, deine Minecraft-Welt wendet sich langsam gegen dich. Ja, ich meine, der Pillar of Dead Hunty ist da auch für. Ich übernehme. Ich bin nicht der Undertaker, ich bin der Overtaker. Obwohl du so soll klein halt ist? Einfach nicht mitten in der Nacht sieben mal verrecken, dann funktioniert das schon. Da soll sich da mal erstmal nicht rein. Weißt du was? Das ist jetzt im Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Nein. Hast nicht nachgesehen? Nein, aber es ist der Tag. Ja, da gibt's keine Sterne. Laura's Stern, Laura's Stern, sie hat den ein bisschen zu sehr gern. Und da kommen Bastarde raus. Oh, ich hab's ins Wasser geschafft, heil Jesus. Gut, okay. Ja, aber dachtest du wieder, ich bin antisemitistischer? Antisemitistischer? Würde das nicht heißen antisemitischer? Ja, ich weiß, aber... Nee, ich bin so krass, ich bin antisemitistischer. Fisch. Brötchen. Ich muss ja sagen, durch meine Erziehung bin ich antisemitisch, aber nur gegen Fische. Jüdische Fische nerven mich. Das ist sah... Bist du Freund oder Feind? Das Dummkopf, jetzt hast du kaputt gemacht. Jetzt hast du kaputt gemacht, du blöde Kuh. Oder so, ja. Captain, guck mal, Pony. Captain, schau mal, ein Pony. Ah, der Film ist... Oh. Warum sind scheiß Stimmen eigentlich lustig? Ich hasse das. Ich weiß nicht, ob das eine scheiß Stimme ist oder einfach nur gay angehaucht. Das ist eine Fundis Voice. Geh auf www.funnyvoice.de. Lass dich von Hunti mit Scheiße zulabern. Willkommen bei funnyvoice.de, wie kann ich Ihnen helfen? Funnyvoice.de ist so eine Telefon-Hotline oder was? Ja. Okay. Die funnyvoice.de-Hotline. Und es gibt gar kein funnyvoice.de, weißt du? Es gibt nur die funnyvoice-Hotline. Das ist das Funny dran. Ich dachte, das Funny dran sind die funnyvoices. Das ist eben auch funny. Man duft an, weil man denkt, dann kommt deine Voice ist funny raus, aber das Funny ist eigentlich, dass das nicht passiert. Die haben dich verarscht. Ich weiß nicht, das klingt eigentlich gar nicht so lustig. Warum lachst du dann? Weil das behindert ist und ich bin asozial. Egal, Tassim, willkommen bei funnyvoice.de. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hab mich eingeschüttet. Oh oh! Das fand ich jetzt ziemlich witzig. Wollen Sie hier arbeiten? Ach so. Ich hab gerade wieder was Falsches verstanden. Hä? Ja, nee, ich hab irgendwie verstanden, das fand ich ziemlich witzig von dir arbeiten. Aber du hast gesagt, das fand ich ziemlich witzig, wollen sie hier arbeiten, oder? Ja. Okay. Weißt du? Ich weiß auch nicht, was mein Hirn hier macht. Das ist. Deswegen sind wir nicht gut comedy-mäßig, weil wir einander einfach nicht verstehen. RB, was hat der komische Schweizer gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Der mit seinem scheiß Dialekt, weißt du? Das finde ich jetzt scheiße von dir, das. Du Hure. Ist schon recht, Goldi. Oh. Ich bin ein Schweizer aus der Schweiz und sage. Käse. Das ist wahr. So täten die das alle. Ich weiß. Aber sag's sie nicht, sonst fällt sie nämlich erst auf und dann haben sie existenzielle Probleme. Und malen sich gelb an. Und dann holen sie sich so riesige Bolzen und hauen sich Löcher rein. Und so ging die Schweiz unter. Ja. Und dann sagen sie alle, oh oh. Stinky. Oh oh. Ja, das auch. Und singen, oh oh, Stinky Casey. Stinky Casey.
Du schon, der schreibt die ganze Zeit. Ich glaube, der spielt gar nicht Smash. Ich glaube, der hasst uns nur. Was macht er die ganze Zeit? Der schreibt. In welchem Channel? In einem, den du nicht siehst. Achso. Denn ich bin der impotente Hund und ich sehe alles. Vielleicht haben die Hundi, weißt du, was impotent heißt? Ja, da weiß ich, aber das war das funnyvoice.de, das son. funnyvoice.de. Die haben die Bibel einfach falsch verstanden. Da sah, da, falsch übersetzt. Da stand nicht omnipotent, da stand impotent. Ja, außerdem stand im einen Band nicht die Bibel, da stand funnyvoices.de. Was der Beweis ist, dass Deutschland älter ist als die Zeit. Am Anfang war nichts. Und auch dann kam funnyvoices.de. Alter, heute Abend bin ich so tot vor Bauchschmerzen. Ich glaube, wir müssen die Bibel neu schreiben. Nee. Wie heißt es, Hundi? funnyvoices.de, Akademia. Ach, einer geht noch, nur einer geht noch. Ja. Was hast du gerade gesagt? Ich bin der Holzfäller Bruno, hallo, ich komme aus dem Wald. Wärst du ein vernünftiger Holzfäller, gäb's den Wald nicht mehr. Faules Stück Scheiße. Ich bin ein veganer Holzfäller, ich fäll keine Bäume. Du widerst mich an. Aber du kannst gerne mal mein Holz fällen, wenn du weißt, was ich mein, Schätzchen. Du süße Zuckerschnute, du. Dem sollen wir mit der Axt eine gewisse Stelle abhacken, oder wie ist das zu verstehen? Ja, sicher, Schätzli. Aber Schätzli! Doch, ja, moin, du Scherzli, du. Ja, Schnücki-Putzi. Schnückli. Oh, du bist ja schon so ein kleiner Schnickerli. Ich glaube, in Heidi, in dem Ghibli-Heidi, hieß die eine Babyziege Schnucki. Boah. Da bist du jetzt. Jetzt hab ich Bock auf einen Schnucki-Braten.